Scheiße. Und schon kommt die. Wo muss ich hin? Wie soll ich denn das schaffen? Also ich werde es noch zwei, dreimal versuchen, dann werde ich es aufgeben, weil ich müsste dann die Folgen erstmal schneiden, bearbeiten und gucken, wo mein Fehler darin liegt. Funktioniert so nicht. Hüte dich vor Kreuzen, sie schwächen dich. Ja. Erst mal das Licht aus. Hier ist Licht aus. Sie darf dich nicht sehen. Ich kann mich ja nirgends verstecken. Das ist ja das Problem. Wie soll ich das schaffen? Ich kann mich doch nirgends verstecken. Wirklich gar nirgends. Nicht mal in der Dunkelheit. Ich kann mich nicht als Schatten zusammenkauern. So, jetzt schauen wir mal. Option. Steuerung. Taschenlampe. Karte. Notizbuch. Inventar. Entzündung. Gedächtnislösche. Kontrolle. Telekinese. Normal. Fallen lassen. Benutzen. Laufen. Ansonsten geht hier gar nichts. Sie darf mich nicht sehen. Ja. Verschlossen. Verschlossen. Und hier stehen bleiben bringt auch nichts. Oh. Nein. Nochmal. 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 Ich glaube, ich hab's. Gerade. Da war der Moment. Okay. Verdammt mich. Die geht ein Stück geradeaus, dann sofort zurück und geht dann hier in den Raum rein. Boah, das kotzt mich an, dass ich jetzt schon hier stecken bleib. Und warum geht da hier das Flurlicht ebenfalls mit aus, wenn ich in meinem Zimmer das Licht... So, dann die Elektriker wirklich scheiße gebaut. Ich bin ratlos. Ich weiß es doch nicht. Wo soll ich mich denn verstecken? Ich kann doch nicht zurückrennen. Da erwischt mich ja die Alte erst recht.
So. Ja, sie darf dich nicht sehen. Und zack, schon zieht sie mich. Geht also schon mal nicht. Was? Du kannst Objekte... Das will ich jetzt erstmal testen. Wie kann ich die kombinieren? Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja gar nichts kombinieren. Wie denn? Ja, mit der... Kommt geh einfach wieder ins Bett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Zimmer aufräumen. Oh, Mann, Mann, Mann. Doch, also ich werde gleich die Aufgabe beenden und werde mir das erstmal anziehen und vielleicht komme ich noch drauf. Oder ich mache einfach nochmal eine kleine Pause und werde mir alles durch den Kopf gehen lassen. Ja doch. Ist eventuell besser so. Wie kann ich nochmal Option? Ja, ich würde gern speichern. Einfach so, manuell. Ach, egal. So. Ja. Also ich werde kurz ein Aufnahmepause machen, werde in aller Ruhe darüber nachdenken. Vielleicht fällt mir noch eine Lösung ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Machimaka für heute. Over and out. Tschö mit ö. Hallo Menschen, ich bin's wieder, euer Malkav, und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Lucius. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier mitten in der Nacht. Und eventuell habe ich einen Plan ausgeschmiedet, nachdem ich mir hier meine Folgen gerendert habe. Wir machen hier mal die Tür auf, gehen hier raus, dann... Sie darf dich nicht sehen. Machen wir hier mal zu. Dann haben wir Zeit, um hier reinzugehen. Ich bin doch echt blöd. Und ich teste alles und ich habe gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Na? Ich will keinen Fehler machen. Und das Wichtigste, ich darf nicht rennen. Weil wer rennt, macht laute Geräusche. Oh Gott. Und wer laute Geräusche macht, der verrätet sich ja natürlich auch. Mein Gott! Die Alte steht in der Küche. Alter, ich hab doch das Kreuz umgedreht. Gut, hier schon mal nichts. Und ich müsste anscheinend auch ein bisschen mit Telekinese arbeiten.
Abgesperrt. Oh Gott, ey. Und ich renn trotzdem. Abgesperrt, abgesperrt. Alles zu hier. Jetzt gehe ich mal zurück. Kann ich hier durch, aber... Es ist viel zu ruhig. Ah, jetzt kann ich auch hier raus. Hier aber nicht. Verriegelt. Toll, Mutti ist noch auf und wusste Papi. Oh, verriegelt. Also hier könnte ich. Hier ist verriegelt. Gut. Vielleicht kann ich doch rennen. Verschlossen. Verschlossen. Geöffnet. Aber hier ist auch verschlossen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin hier. Und ich müsste nach dort hinten. Sag bloß, ich kann... Ja, ich kann hier raus. Oh Scheiße, da steht jemand. Ach du Kacke. Ich komm. Ey, nee, verriegelt. Ich muss da hinten. Telekinese, ich muss doch damit was reißen können. Uff, das hätte ich schon mal geschafft. Hier war nämlich Timing angesagt. Ich habe schon befürchtet, dass ich da diesmal mit Lärm. Ja, komm zu Papi. Rattengift, cool. Ach, Gott sei Dank. Phew. So. Mit diesem Rattengift werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man eine der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. Wohl eher weniger. So, ein neuer Tag beginnt. Jo. So. Mal sehen. Ja, es klappt.